Vertigo vom DC Entertainment, Telltale Games, BB Interactive Entertainment, The Wolf Among Us. Zum Beginn klicken. Okay, das machen wir doch mal. Es verbindet. Entschuldige übrigens für die Kamera. Und willkommen zum nächsten deutschen Let's Play. Ich habe mir jetzt mal überlegt, dass ich eventuell ein paar mehr deutsche Let's Plays durchführe. So. Und deswegen gehe ich jetzt auf. Warte mal, Speicherdatei. Ist hier irgendwas? Ja. Speicherdatei 2. Okay. Ich gehe auf Spielen und los geht's. Episode 1. Faith. Starten. Dann schauen wir doch mal, was hier abgeht. Diese Spielserie passt nicht an deinen passt sich an deine Entscheidung an. Die Geschichte wird an deine Spielweise angepasst. Okay. Ja, von mir aus. Macht doch, was ihr wollt. Vor langer Zeit existierte eine Gemeinschaft von Märchengestalten, auch bekannt als Fabletown in New York City. Die dort lebenden Fabelwesen erschienen vor hunderten von Jahren, nachdem sie aus ihren Heimatlanden verbannt wurden. Mithilfe von Glimmer, einem Zauber, haben sich ihre geheime Gesellschaft von der Welt der Menschheit geschützt. Sheriff Bigby Wolf schützt sie voreinander. Ist doch mal eine gute Sache. Ups. Okay. Mit Leertaste kann man pausieren. Das ist doch mal eine gute Sache. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Vertigo von DC Entertainment. Bla bla bla. Alles klar. Das ist also Bigby Wolf. Ein Werwolf in vollster Pracht, sag ich mal so. Ich habe dieses Game schon mal auf Englisch Let's Played. Und heute bringe ich das mal auf Deutsch. The Wolf Among Us. Ladies and Gentlemen. Und damit sage ich, hey Freunde, hier ist wieder euer Agent Data. Und heute spiele ich, wie gesagt, The Wolf Among Us. Falls ich die Begrüßung noch nicht gemacht habe, hier ist sie. Sorry. Ist ein bisschen... ja, untergegangen. Okay, das ist Bigby Wolf. Ein Werwolf. Mietshaus. South Bronx. Irgendwann nach Mitternacht. Okay, irgendwann nach Mitternacht. Nehme ich so hin. Mr. Toad? Oh, shit. Bigby! Listen, mate. Hör zu, Mann, ich weiß nicht. Ich sehe nicht wie ein Mensch aus. Das ist ein Problem. Schon verstanden? Ich bin nur kurz aus dem Apartment raus, um nachzusehen, wie viel Schaden dieser betrunkene Scheißkerl anrichtet. Halt mir jetzt keinen Vertrag, ja? Ich hole mir meinen Glimmer gleich morgen früh. Okay, Ehrenwort. Von mir steht eine 1 Meter große Kröte. Genug Ausreden. Schon gut. Schon gut. Okay, es ist ja nichts passiert. Ich drücke nur mein Auge zu, aber hör zu. Wenn du dir nicht leisten kannst, wie ein Mensch rauszusehen, dann musst du zur Farm. So einfach ist das. Du kannst mich nicht dorthin schicken, um mit diesen Tieren zu leben. Du weißt, was ich meine. Geh zu einer Hexe, hol dir einen Glimmer. Bigby, du blut mich aus, Mann. Der Zauber wird immer miese, aber die Preise schießen nach oben. Hast du eine Ahnung, was es kostet, eine ganze Familie mit Glimmer zu versorgen? Ach, die Regeln, die Regeln sind nicht von mir. Ich mache die Regeln nicht. Tut mir leid. Ich kann keine Ausnahme für dich machen, Toad. Mir sind die Hände gebunden. Richtig, richtig. Es steht nicht zu viel auf dem Spiel. Egal was es kostet, es ist es wert. Du willst nicht, dass ich dich wieder ohne Glimmer erwische. Alter! Ja, verdammt, da bist du. Siehst du, deshalb habe ich dich angerufen, Sheriff. Willst du hier einfach rumstehen? Tu etwas, Bigby. Shit. Oh, danke dafür, Bigby. Du bist ein echter Gentleman. Das reicht, Bigby. Er muss hier weg. Ich gehe nach oben. Na schön, ich gehe nach oben. Hol dir deinen Glimmer.
Er winkt einfach nach dem Motto Goodbye. Haariges Großmaul will mir erzählen, was, wofür ich mein Geld ausgegeben habe. Papa, die Lichter wackeln wieder. Was habe ich gesagt? Willst du, dass ich dich der große böse Wolf holt? Nein. Dann mach gefälligst, dass du wieder hineinkommst. Oh, Alter, come on. Okay, gut. Mal sehen, was abgeht. Dann schauen wir uns da mal um. Okay, betrunken. Okay, was ist das hier? Ein Streichholzbriefchen. Dann heben wir das doch mal auf. Schau her, sieh gut hin. Weißt du jetzt, wer ich bin? Hey, sieh mich an. Ich drehe die Tür ein. So, was ist hier los? Was ist hier los, ha? Aber gut, mit so einer Beleidigung. Was ist hier los? Ey, Alter, ihr kriegt die Kopflos des Lebens, oder was? Na, warte. Du bist betrunken. Denk nach. Wenn du so weiter warst, habe ich keine andere Wahl, als dir eins aus überzubraten. Mir eins überzubraten? Du hast ein wirklich beschissenes Gedächtniswurf. Das letzte Mal ist es nämlich anders gelaufen. Das ist nicht das letzte Mal. Wo ist es? Ab aufs Bett mit dir. Geh schlafen. Geh endlich schlafen. Na gut, oder mach so. Zack. Na gut. Er versucht's halt, ne? Alter, okay, das knallt. Okay, gut. Bam. Bitte sehr. Nochmal. Noch was? Ah, er holt jetzt die Axt. Alles klar. Läuft. Okay. Und nun auf die Genuss. Jetzt? Ruhe? Oder nochmal? Du sollst vermutlich von hier verschwinden. Hör mal, ich werde erst abholen, wenn ich bekomme, was mir gehört. Alter! Sag das nochmal. Sag das nochmal. Bam! Was habe ich gesagt? Pech gehabt. Und du laberst aber nochmal. Ach du Scheiße. Was ist passiert? Was ist hier nochmal, verdammt nochmal los? Was ist passiert? Ein kleines Missverständnis, das einfach ausgeartet ist. Keine Sorge, du hast nichts verpasst. alles in Ordnung? I just need the money he owes me, then I can go. Are you all right? I'm hunky-dory. Thanks for asking. Prächtig sieht anders aus. Wie heißt du? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more. Mach es nicht schwieriger, als es sein muss. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? Oh yeah.
Aber ich weiß, wer er ist. Ich sagte ihm nein, er hat angefangen, mich zu schlagen. Dann bist du aufgekommen und hast ihn geschlagen. Habe ich was? Vergessen, Schätzchen? I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Ich werf ihn jetzt raus. Hey, was hab ich gesagt? Ich sagte, sei brav oder du wartest draußen. Bam! Bums! Knall! Ich hab ihn erledigt. Ich würde mal sagen, der ist draußen. Ich hab ihn vollkommen auf die Hörner genommen, ey. Das ist so ein Mistkerl, ey. Ja, gut. Hey, Toad. My car. Ja. Gib mir einen Moment. Ach, come on. Take your time. Tut mir leid, fängt im Fang. Sorry about the car. We ended up going out the window. Man hat nichts zu verändern, ja. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Ja, das stimmt. Well, at least you're not fucking dead. Ah, ach moin, hi. Ist klar. Okay, ich muss jetzt leider ein bisschen. Sorry, ich muss jetzt ein bisschen Spam hier. Roms. Ich würde mal sagen, der ist draufgegangen. Oh, Alter, mit der Axt. Sie hat ihn vollkommen mit der Axt erwischt. Okay, gut, von mir aus. Das kann man auch haben. Hauptsache, er ist nicht mehr am Leben, der Kerl. Knack. Was machst du? Was haben wir? Was? Oh, Schulden! Alles klar! Das solltest du eigentlich nicht tun, oder? Ich will dich jetzt verhindern kann. Großartig. Der Typ hat eine Axt im Kopf, das spürt er nicht. Er ist mehr für mich selbst, da macht das nichts aus. Ach nee, ist klar. Lass mich dir behelfen. Ich sag, oh, Alter, die haut über. Okay. Ja, Karl hat einen beschissenen Tag. Oh, Alter, okay. Ich hätte es gut, dass Fabelwesen nur schwer zu töten sind. Vermutlich. Okay. Ja, gut, aber, ne? Alter. Oh, Alter, come on. Warum willst du jetzt die Axt da noch rausholen? Der Typ ist doch... Egal. Egal. Dann eben so. Dann läuft halt so. Das kann auch... Ja? Hier. Thanks. Ja? Who do you work for? Für wen arbeitest du wirklich? These lips are sealed. Es tut mir leid. Hä? Wie jetzt? Lippen sind versiegelt. Was soll das? Hast du eine Meise? Gefällt dir mein Halsband? Ja, versuch dir halt zu helfen. Ja, stimmt. Das stimmt schon. Was soll der Blödsinn? So gut du kannst. Ich kapier dich nicht. Wir kannten uns irgendwann mal, aber ich schätze, die Dinge ändern sich.
Things change, I guess. Ja, das stimmt. Ja. Der Typ ist weg. Stop. Es ist gut sein, wir müssen hier noch eine größere Sache draus machen, als es sowieso schon ist. Hier geht es um Fable Town. Ich kann ihn nicht so durch die Stadt laufen lassen. Gut, ich habe mir schon gemacht, dass sich alles nur um mich dreht. So war das nicht gemeint. Ach. Ja, dann komm. Na, come on. 100! Nicht gut, wenn du mit leeren Händen aufkreuzt. Ja, stimmt. Ich schaff das schon. Das ist alles, was ich habe. Das würde dir doch helfen, oder? Nimm es. Es ist okay, ich komme schon klar. Du hast genug getan, wirklich. Wie? Jetzt nimm einfach das Geld, okay? Du hast mir vorhin aus einer echt miesen Situation geholfen. Danke. Ja, ich brauche trotzdem noch eine Aussage. Ich muss zuerst abgeben, was ich habe. Dann komm später zu mir ins Büro. Es ist ein wenig spät für ein Büro zu melden. Ja, ich komme bei dir am Warten vorbei. Aber weißt du, wo ich... Der letzte Platz in Apartment in Woodlands. Jeder weiß das. Gut zu wissen. Du solltest dich frisch machen. Siehst beschissen aus. Oh, Alter! Mist, ich wollte gerade klicken. Das ist eine Narbe. Oder vielleicht auch nicht. Ich wollte gerade klicken. Oh Gott. Das Spiel ist echt schnell mit der Entscheidungsgeschichte. Was ist es? Das ist nicht so böse, wie alle sagen. Sie ist verliebt. Es ist gerade auch mal einige paar hundert Grad heißer geworden in dieser Bude. Alter! Bigby weiß gar nicht, was er da an der Angel hat. Nein, wie geil. Bigby weiß es nicht. Oder vielleicht schon, aber er will es nicht wahrhaben. Ja, ja, komm hier. Erstmal eine schmücken, komm. Erstmal zum Runner kommen. Sich eine anzünden. Es geht rund, Freunde. Das ist das Opening. Eine Telltale-Story von Pierre Charette, Ryan Kaufmann. Regie Nick Herrmann, Dennis Lennart. The Wolf Among Us. Der Wolf unter uns. Künstlerische Leitung David Bogan. Umgebungsdesign Kim Lyons. Animationen Jeff Sarre, Choreografie, keine Ahnung, Programmierung Keenan Patterson, Musik Jared Johansson. Den mittleren Namen konnte ich nicht leer lesen. Sorry! Episode 1. Faith. Ausführende Produzenten Kevin Brunner, Dan Connors, Brad Trusty, glaube ich, stand da. Da die Woodland Luxus Apartments, Fable Town, spät nachts. Dann trete ich mal doch mal so glatt ein. Basiert auf Fables von Bill Willingham. Okay. Was steht hier? Show kann manchmal ziemlich belehrend sein. Ja. Dann gehe ich doch mal grad rein. Wer ist da? Komm da raus. Come on out. All right.
Schon gut, schon gut. Belle? Hello, Bigby. Hallo, Bigby. Ich habe niemanden erwartet. Noch ziemlich spät unterwegs. Bist du ganz schön spät unterwegs noch? Gibt es eine Ausgangssperre, von der ich nichts weiß? Was soll das Kreuzverhör? Wo, wie, was spät? Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and sure. You promise? Ja, warum nicht? Ich meine, come on. Das ist nur so eine Schöne. Na gut, sie heißt auch die Schöne. Aber warum wird sie im Untertitel als Belle bezeichnet? Das verstehe ich nun nicht. Naja, muss man was verstehen? Belle weiß deine Hilfe zu schätzen. Ja, ist okay. Ist okay, hör auf mit der Lobhudelei, mach dich aus dem Staub. Beast wird sonst gleich auftauchen und dann dich aufhalten oder keine Ahnung was. Ist sowieso. Okay. Alles klar, wir sind jetzt drinne. Der Polizist schnarcht einfach vor sich hin. Schreibtisch reden. Hallo, du Schnarchnase. Hey, you awake? Bist du wach? Nein, Grimble ist nicht awake. Er pennt einfach. Er pennt am Arbeitsplatz. Lol. Alter, das Ding staubt. Der Typ pennt einfach, okay. Briefkasten öffnen. Warum auch immer der pennt. Been a while since I got any mail. Seventh day in a row. Der siebte Tag hintereinander, ja. Ist halt schwierig, ne? Damn thing fell off again. Ja, wieder abgefallen, war klar. How much longer is this gonna go on? You think the sheriff would get a permanent listing? Okay, wohin jetzt? Also man kann ja, ach stimmt, man kann ja auch mit WASD. Gott, komplett vergessen. Da drücke ich mal den Aufzug. Drückel, drückel. Dann betrete ich mal den Aufzug. Bigby, hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Hab sie nicht gesehen. No, haven't seen her. Nein, sorry. Okay. Tut mir leid. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Irgendwas stimmt nicht. Ja, gut. Das erfahren wir später im Spiel. Ich kenne das natürlich noch aus meinem englischen Let's Play. Aber wenn ihr das Englisch noch nicht gesehen habt und das auch das erste Mal ist, dann halte ich den Mund und lasse euch genießen. Bigby's Apartment, Fable Town. Einfach. Einfach mal den Hörer daneben gelegt, damit er keinen verdammten Anruf kriegt. Auch nicht schlecht. Das kann man ja heutzutage nicht mehr machen. Man kann ihn auch einfach nicht mehr daneben legen und sagen, ich bin nicht da. Na gut, das kann man eigentlich in dem Sinne immer noch bei den Handys. Nur halt, heißt es halt in dem Fall Mailbox. Und dass man da halt sämtliche Anrufe blockiert. Aber gut. Das ist etwas komplizierter über Handy als über die damaligen Telefone.
Nichts drinne. Nichts drinne. Komplett leer. Na gut, das ist natürlich nicht sonderlich epic. Huffpuff. Warum habe ich das Ding überhaupt? Hätte meine kleineren anschaffen sollen. Ja, stimmt. Manchmal bereut man, manchmal schafft man sich Dinge an und bereut es hinterher. Kennt man. Ich kenne das auch. Ich schaffe mir irgendwelche Dinge an und denke mir so, warum habe ich das überhaupt? Akt über Blaubart. Blaubarts Akte. Wer ist Blaubart? Hab dem Karl noch nie getraut. Okay. Gut, Nudeln. Chinesisches Essen. Ich mich nicht anders bestellt zu haben. Vermutlich ein schlechtes Zeichen. Benutzen. Sollte helfen. Hey, Colin. Wach auf. Get up. Oh, hey, Big B. I'm in your chair. Bin in deinem Sessel, was? I'm tired, Colin. Bin müde, Colin. Es war ein langer Tag. Got a smoke? Hast du eine Kippe? Thanks. Ja, wir haben ein paar tausend mehr davon und du hast das Haus, das mir schuld ist, abbezahlt. Da muss ein Ende haben. Du kannst dich nicht ständig von der Farm davon schleichen. Von wegen frischer Luft und Sonnenschein ist alles nur Blödsinn. Ich bin nicht aus dem Heimatland geflüchtet, um in irgendeinem Knast zu landen, okay? Schick mich nicht dorthin zurück. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich sage dir, was ich schon tot gesagt habe. Und das wäre, ich kann keine Ausnahme für dich machen. Ich bin belehrt von großen Wölfen. Das hat ihm bestimmt gefallen. Ist das für mich? Nein, das hat er von selbst umgewusst, Bigby. Das ist alles, was ich so sagen habe. Ja, das ist so, ich will nicht behaupten, dass es der Grund ist. Genug, dass es Grund genug wäre, mit dir ein Ding anzubieten. Aber es würde helfen, den Schmerz, den du mir damit zugefügt hast, zu lindern. Ja, es hätte auch allen gezeigt, wie anders du jetzt bist. Nice. Sehr nett. Ich nehme alles zurück. Aus diesem Grund hasse ich dich alle. Ich hasse nur noch Hunger. Es war kein Mord, ich war hungrig. Weil sie jetzt vielleicht von den Knochen. Ja, klar. Nee, ist klar. Wahrscheinlich. Ja, gut, aber nein. Hassen ist das falsche Wort. Es ist mehr, dass sie alle Angst vor dir haben. Du hast damals eine Menge Leute verspeist. Eine Menge Leute. Ich dachte, wir hätten hier alle einen neuen Anfang haben sollen. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Tja, die Erinnerung der Leute kannst du auch nicht ändern. Hör mal, ich sage nicht, dass es fair ist, aber es ist die Realität. Die Leute fürchten sich vor dir. Ich meine, sieh nur deine Hand an. Sieh dir nur deine Hände an. Ja, klar, natürlich doch. Und? Wen juckt's? Mit wem hast du dich geprügelt? Ein Fabelwesen, stimmt's? Ich bin sicher, dass du nicht einfach Menschen zusammenstickst. Meine Arbeit. Du das glaubst doch nicht. Ich habe meinen Job gemacht. Der Job ist es, die Scheiße aus Fabelwesen zu prügeln. Manchmal bringe ich sie zur Farm. Fuck dich. Alter! Er hat mich gerade auf Übelste beleidigt, der Typ. Oder das Schwein oder auch immer. Du denkst, mein Job wäre einfach, versuch du mal zu verhindern, dass ich ein paar Fabelwesen gegenseitig umbringe. Wie glaubst du, wie das alles funktioniert? Ich weiß nicht, wie. Indem ich der große böse Wolf bin. Ich bin der große böse Wolf. Sag diesen Mist bitte nicht vor anderen, das ist ja peinlich.
Das ist ja genau die Einstellung, die dich in Schwierigkeiten bringt. Ich weiß jetzt schon, dass du zu allen, denen du heute Nacht begegnest, einfach nur beschissen bist. Nicht zu allen. Nenn mir nur einen. Da war ein Mädchen. Ehrlich gesagt, weiß ich gerne, wie sie heißt. Fantastisch, tolles Beispiel. Hallo? Freunde machen das Leben einfacher, Rigby. Und wir leben eine verdammt lange Zeit. Ich weiß, du stehst auf dieses ganze einsame Wolf-Getue, aber ich habe gesehen, wie du Snow ansiehst, okay? Mir machst du nichts vor. Das ist ja nicht die Klappe. Wenn mein Hals nicht trocken wäre, müsste ich nicht weiter quatschen. Ja, come on. Gib mir einfach einen Drink, bitte. Nein, das reicht. Ich habe seit zwei Tagen kein Auge zugetan. Ich bin aus einem Fenster im zweiten Stock geflogen und ich würde mich gerne zwei Sekunden aufs Ohr hauen, bevor ich... Also schön. Wenn ich dir das hier gebe, lässt du mich dann schlafen? Ja, ja, schon gut. Wahrscheinlich. Okay. Dann nimm hin, du olles Schwein. Thanks, Bigby. Meine Fresse. Der kann ja echt nerven, der Kerl. Echte Nervensäge. Was denn jetzt? Hä? Was denn jetzt? Come on, ey. Moin. Snow? Was los? Was jetzt denn? Snow. Snow. What? Was gibt's? Tut mir leid, ich bin. What is it? Was ist passiert? Ich kann es dir nicht erklären. Wir müssen schnell zum. Ah. Moin. Hallo, guten Morgen oder Abend. Ha, ja. Was ist? Wer ist der? Wer ist der Kerl? Ist das... Nee, Pinocchio kann das nicht sein. Ist der Name Ohren. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Wir unterhalten uns draußen. Alter, was? Was passiert hier? Okay, das ist ekelhaft. Nein, doch. Du hast dieses Mädchen gekannt? Ist sie ist keine weltliche, oder? Wer war sie? Nur ein Mädchen. Wir hatten nicht viel Zeit, miteinander zu reden. Oh, Mann. Der Holzfäller, er hat sie angegriffen. Ich bin dazwischen gegangen. Dann hat er gedroht, uns beide umzubringen. Nein, du glaubst doch nicht, er... Ich glaube noch gar nichts. Gib mir einen Moment. Wer hat sie gefunden? Also, wer hat sie gefunden? Ich. Alles war genauso, wie es jetzt. Ich habe sie nicht gerümpelt. Ich habe sie mit Grimbles Jacke zugedeckt. Dann bin ich sofort zu dir gekommen. Sonst war niemand bei dir? Nein. Bigby, hat das einer von uns getan? Ja, letzter Mord in Fabletown ist schon lange her. Noch ein Grund mehr, keine Panik auszulösen, bevor wir nicht wissen, was hier vor sich geht. Ja, das stimmt schon. Sieh dich um. Wir haben nicht viel Zeit, bevor wir die Leute durchkommen. Okay,
Ich habe da schon was gesehen in ihrem Mund. Sie hat da irgendwas. Mund untersuchen. Da ist was. Das ist ihr Halsband. Hier ist eine Art Symbol. Das kommt mir nicht bekannt vor. Ja, auch nicht. Okay. Sie wurde hier vorsichtig abgelegt. Was meinst du damit? Offensichtlich wurde sie nicht einfach auch durch hier hingeworfen. Sie wurde absichtlich so platziert, damit wir sie finden. Was für ein Monster würde es tun? Keine Ahnung. Seltsamer Schnitt. Mit wem wurde ihr das zugefügt? Was könntest du etwas tun? Entweder etwas Erschaffes oder etwas Magisches. Ja. Und nun? Was jetzt? Ich entschuldige, das ist einfach alles so unglücklich. Was willst du als nächstes tun? Weitersuchen. Wir haben noch etwas Zeit. Ich sollte mich noch etwas umsehen. Okay, gute Idee. Okay, dann schaue ich mal ganz kurz. Blutspur googeln. Blut. Bluttropfen. Ich würde sagen, es ist vielleicht eine Stunde alt. Ich betrachte die Blutspur mal. Die Blutspur geht hier rüber. Ach, sprinten kann ich auch, mehr oder minder. Aufheben. Stoff. Sieht wie Jeans aus. Sagt mir nicht viel. Zaunfall berühren. Blut. Noch feucht. Spitz genug. Nur nutzloser Müll. Ja, mehr Blut. Jemand ist vermutlich über den Zaun gestiegen, hat sich geschnitten und dann die Spur zurückgelassen, die ich vorhin gefunden habe. Okay, war keine Ahnung. Wo sie überhaupt hier findet. Ja, gute Frage, nächste Frage. Das würde mich aber auch überraschen. Was machst du? Es ist besser, gründlich zu sein. Sicher, aber baldig. Wir haben nicht viel Zeit. Wir sollten sie woanders hinbringen, bevor jemand auftaucht. Im Verwaltungsbüro werden wir mehr erfahren. Sie muss in den Büchern zu finden sein. Ich bin mir absolut sicher. Bigby, hast du irgendeine Idee? Das ist eine Botschaft. Das ist eine Botschaft. Ja. Eine Botschaft? Ich weiß nicht, Bigby. Ich halte im Büro ständig Beschwerden, aber... die Drohung vom Holzfäller. Der Holzfäller hat gedroht, sie zu töten, als ich dabei war. Vielleicht will er mir sagen, dass er es getan hat. Ich schätze, das könnte sein. Ich werde Crane dafür mitzählen müssen. Solange King Cole weg ist, ist er der amtierende Bürgermeister. Er muss davon erfahren.
so we may as well get out in front of it. Tu, was du tun musst. Ich schätze es sinnlos, es weiter hinauszuhören. Ich bin deiner Meinung, ich bin sicher, er wird nicht glücklich sein, aber es ist einfach Teil des Ablaufs. Hoffentlich verhält er sich vernünftig. Ja, ich würde nicht davon aufwenden. Tue ich nicht. Ich will einfach nur nicht, dass er sich einmischt. Ja, ich würde es auch nicht wollen. Besonders nicht bei so einer krassen Geschichte. Quinn ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen herausfinden, wer dieses Mädchen ist, damit wir denjenigen finden, der das getan hat. Bring das zu Dr. Swinehart. Er kann es sich genau ansehen. Wir sehen uns im Verwaltungsbüro. Okay. Was soll das? Bist du blind? Was siehst du nicht, dass hier eine Schlange steht? Ich warte hier schon eine halbe Stunde. Du kannst das einfach reinmarschieren. Ich verarbeite hier. In was für tolle Arbeit, du leises Sheriff. Das hört sich aber nicht sehrlich an. Alter! Noch eine Beleidigung hinterhergeschmissen? Dankeschön. Bringing this to me, Miss Snow, the one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. Back off, Ichabod. It's not her fault. Nicht ihre Schuld. I don't need your help, Bigby. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Oh, yeah, this is the man who is most to blame for this catastrophe. How convenient. Sheriff, you are charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. The woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was last seen with the victim. The woodsman? That Trunkenbold hat das verantworten? It's a lead. Es ist eine Spur, nur ist nicht sicher. Ja, da findet ihn. Bring ihn her, wenn das alles ist, was ihr jetzt habt. Ihr müsst diese Situation in den Griff kriegen, und zwar schnell und leise. Das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, dass ganze Fabletown erfährt, dass sich unter uns ein Mörder befindet. Yes? Ja, Sir? Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. Zu meiner Massage. I will. Where is the bottle of wine? Wo ist die Flasche Wein, die sie kaufen sollten? Hä? Ach was soll's, vergessen Sie es. Sie können wirklich gar nicht auch nichts machen. Mach deinen Job, Sheriff. Mach es doch selbst. Stop. We'll get on it right away. Komm uns voran, Sir. Alter, wir wollten ihm gerade noch was hinterher schmeißen. Das ist ihm nur noch wütend gemacht. Na gut. Tja, das hätte besser laufen können. Nun, vielleicht hätten wir es doch hinauszögern sollen. Auch wenn es nichts ändert. Ich glaube, es war trotzdem besser. Ja, vielleicht. Ich mag es nicht, wenn Leute hier rauchen. Vergiss es. Das war etwa eine 8 auf der Arschloch. Eine 8 auf der Arschloch sogar. Ja, egal, scheiß drauf. Das ist einfach gut. Ist der weg? Ja, er ist Korn. Komm raus, Mann. Komm raus. Er hat die Flasche? Nicht zu glauben. Buffkin! Hello. Oh, come on. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Ichabod's desk. Okay. And don't you think it probably belongs to him? Ja, nee, ist klar. Vielleicht? Nee, nix vielleicht. Ja, ist auch gut so, dass er ihn das wegnimmt. How are you today, Mr. Bigby? Bigby? Ja, nee, ist klar. Mir geht es gut. Thanks for asking. Buffy, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Ja, mit den ganzen Märchen. Bring the first three. Die ersten drei. In a few minutes. Okay.
darf ich dahin? Weiß, welche ich meine. Gibt es bestimmt etwas passiert. Irgendwo. Ja, mit Sicherheit. Ja, klar. Maybe the mirror can help. I really have to get this appointment squared away, but let me know if you need anything. Hello, Vivian? Hi, this is Snow White, Mr. Ich will, frag mich gerade, ob man hier auch speichern kann. Mr. Crane's assistant? Hi, yes, I'm just calling to let you know that. Hey, Magic Mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Nee. Your impatience is callow. You're needlessly cruel. But have some respect for our history of rules. Mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was ich that so schwer? Yeah, I'm about 2 seconds away from noch zu verpassen. There's no need das ist wirklich nicht nötig. Na schön. Fine. Of which fable do you wish to know? Holzfäller. Show me the woodsman. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Uh-huh. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. I don't know her name. Not yet, anyway. Well, until you do, I can't help you. Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. Show me Bufkin. Hey! Put down the bottle and get to work. Erwischt. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Okay, Leute. Im nächsten Part geht's weiter. Und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Part-Video, wie auch immer ihr es nennen wollt. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, Kommentare zu lassen, die Glocke zu aktivieren und bis zum nächsten Mal. Euer Agent Nater. Ciao!